Hallo Leute, euer Loim hier am Start. Heute mit einem Video zu dem Thema Budget Loadouts. Und zwar wurde ich in meinen Streams öfter gefragt, welche Loadouts kannst du mir empfehlen unter einem Budget von, sagen wir mal, 250.000 Rubel. Daher habe ich heute für euch genau dieses Video hier zusammengeschnitten. Bevor es losgeht, möchte ich natürlich noch einmal erwähnen, dass ich auf Twitch täglich von 16 bis mindestens 24 Uhr streame. Finden tut ihr mich unter Loim unterstrich, auch einmal dazu einen Link unten in der Beschreibung. So, dann legen wir direkt einmal los. Ich habe das erste Loadout für euch schon mal hier vorbereitet. Ich habe mich prinzipiell für die 6B3 TM Armor entschieden. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die 6B3 TM Armor gibt es bei Rackman für 48 bzw. 49.000 Rubel. Dadurch habt ihr nicht nur eine Level 4 Armor, wie ihr hier sehen könnt, mit Forex und Stomach Schutz, sondern ihr habt gleichzeitig auch den Ersatz für eine Weste. Zur Alternative dazu wäre die TV110. 10 zu empfehlen. Das Ganze gibt es für 98.000 Rubel bei Rackman oder halt einfach auch günstiger vom Flairmarkt für die 88.000, die hier derzeit stehen. Habt natürlich den Vorteil, die Armor hat mehr HP und die Armor hat viel mehr Platz zum Looten. Dann dazu passend eine Hunter. Mit der Hunter habt ihr die Möglichkeit, mit einer sehr günstigen Waffe eine sehr hohe Kill-Efficiency zu haben. Heißt also, egal auf welche Gegner ihr treffen werdet, in der Regel habt ihr ein hohes Kill-Potenzial. Die Gegner fallen super schnell um. Zu der Hunter wäre noch zu sagen, dass ihr auf jeden Fall versuchen solltet, euch ein 10er Magazin zu kaufen. Ganz besonders, wenn ihr auf mehrere Spieler treffen solltet, habt ihr halt den Vorteil, dass ihr einfach diese extra 5 Schuss habt, ohne zu reloaden. Und 5 Schuss, müssen wir einfach ehrlich sagen, sind einfach viel zu wenig. Und ich denke mal, für einen Preis von 3.900, wenn ihr den Händler freigeschalten habt, ist das Ganze auf jeden Fall zu verkraften. Ansonsten natürlich, auf dem Flairmarkt ist das Ganze ein bisschen teurer. Heißt also, dann müsst ihr wahrscheinlich eher zu den 5er Magazines greifen. Heißt aber für euch auch, dass ihr dementsprechend vorsichtiger sein müsst. Dazu den SSH-Helm, Salatschüsselhelm, man kennt ihn. Sehr empfehlenswert, weil er halt einfach für die 21.849 Rubel einfach saugünstig ist. Und da oben drauf noch eine High Ricochet-Chance hat, also eine hohe Abprallchance. Heißt also, wenn ihr von irgendwelchen Scavs oder irgendwelchen Spielern teilweise sogar auch getroffen werdet, habt ihr eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit zu überleben. Ihr habt dann noch die Möglichkeit, das GSSH-Headset zu holen. Natürlich ist der Sound scheiße, ja? Und wahrscheinlich ist es auch einfach ein Meme zu sagen, dass das Headset kacke ist. Aber im Prinzip, wenn ihr Budget reingehen möchtet, ist es halt einfach so, dass ihr mit dem Headset preisgünstig am besten wegkommt. Ihr könnt natürlich alternativ dazu auch das Comtact nehmen, das ist völlig euch überlassen. Ihr spart an der Stelle halt nochmal 10.000. Die 10.000 können fast in diesen Helm hier einfließen, weil ich persönlich finde, dass ihr oftmals von irgendwelchen Scavs einen Headshot bekommt, den ihr mit dem Helm hier auf jeden Fall überleben könnt. Und dazu halt natürlich die Hunter mit dem OKP. Die nächste Variante wäre dann diese Budget AK. Dazu zeige ich euch einmal kurz, wie sie gemoddet wird. Das heißt, ihr habt hier die AK. Die AK würde ich auf jeden Fall, das ist meine wärmste Empfehlung an euch, würde ich mit mindestens BT-Munition spielen, damit ihr auch einfach die Gegner noch umbringen könnt. Ja? Wir sind mittlerweile in einem State des Games, wo ihr mit der, sagen wir mal, PS-Munition, mit der BP-Munition nicht mehr unbedingt weit kommt. Daher empfehle ich euch die BT-Munition. Sie ist auch besser als die BP-Munition und ist auch super, super, super günstig mit ihren 263 Rubel, wo sie gerade drin ist. Manchmal sehe ich sie auch auf 200 Rubel runterfallen. Das heißt, auf jeden Fall diese Munition benutzen. Und wenn wir uns das Ganze mal im Hideout anschauen mit dem Recoil, ist der Recoil schon sehr gut. Man muss bei dem Ganzen natürlich bedenken, dass ich mein Recoil im Gegensatz zu euch vielleicht ein bisschen höher habe. Das heißt, es ist eine ziemlich günstige AK. Meines Wissens nach könnt ihr auch alles, was auf der AK drauf ist, von Händlern Level 2 kaufen. Dann kommen wir zur letzten Waffe. Die letzte Waffe wäre die M1A. Die M1A ist so mitunter die günstigste, aber auch gleichzeitig stärkste Waffe im Spiel. Die Preis-Leistung ist einfach am besten bei dieser Waffe. Ihr habt die Möglichkeit, M61, M62, M80 reinzuladen in eine Waffe, die sowieso als Single-Fire gespielt wird. Das heißt, Recoil ist irrelevant. Ihr habt hier zwar eine Fire-Rate von 700 stehen, die Waffe lässt sich aber prinzipiell mal so schießen, so schnell ihr das könnt. Das heißt, ihr habt auf weitere Distanzen die Möglichkeit, saubere, langsame und präzise Schüsse zu setzen und im Nahkampf, sagen wir, auf so einer Reichweite könnt ihr einfach den Trigger-Finger spielen lassen. Ja? Empfehlenswert ist natürlich, dass ihr hier an dieser Stelle bei dieser Munition hier die M80 verwendet.
Aus dem Grunde einfach, weil sie super, super cheap ist. Mit den 2 Dollar vom Händler zum Beispiel. Prinzipiell reicht M80 auch, um die meisten Gegner immer noch sehr schnell rauszunehmen. Und auch bei einem Headshot oder so, dass da das Face Shield das nicht abfängt. Ja, das heißt, diese Munition reicht vollkommen aus, wenn ihr auf die Köpfe zielt. Und auch auf die meisten Helme. So Leute, das war's zu meinem Budget-Loadout-Video. Ihr könnt selbstverständlich noch je nach Geschmack eure Loadouts ein bisschen anpassen, aber das ist mal prinzipiell ein Loadout dafür, dass wenn ihr super billig wegkommen wollt und zusätzlich noch die Möglichkeit haben wollt, irgendwelche Spieler zu erschießen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt oder sonstige Videovorschläge, gerne in die Kommentare damit. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns auf Twitch sehen. Wie gesagt, ich streame jeden Tag um 16 Uhr und der Link dazu ist in der Beschreibung, Leute. Haut rein!